Hallo liebe Zuschauer, heute bei einer neuen Folge NWZ Play at Work. Mein Name ist Emily und ich möchte heute testen, ob Frauen und Technik wirklich überhaupt nicht zusammenpassen. Dafür bin ich hier im Telepoint, aber bevor ich anfange, schmeiße ich mich erstmal in Schale. Was diese Figur mit dieser komischen Duschkabine hier im Hintergrund zu tun hat, das wird mir jetzt Alena erklären. Es ist keine Dusche, es ist ein Scanner. Da stecken 135 kleine Kameras drin, wovon man dann rundherum fotografiert wird. Mhm. Und dann fertigen wir die kleine Figur hin, zum Beispiel als Geschenk. Frauen und Technik, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wie kommst du zu der Ausbildung bei Telepoint? Ich bin hier reingekommen, ganz normal als Kunde, und wurde total freundlich begrüßt, die Atmosphäre stimmte. Und dann hatte meine Mutter direkt zu mir gesagt, warum ist das nichts für dich? Du suchst eh nach einer Ausbildung. Und dann habe ich einfach gefragt und es war eine Sache von einer Woche. Bewerbung rein, Vorstellungsgespräch, Zusage. Es passte einfach. Ich habe gehört, dass es hier bei Telepoint einen gemeinsamen Azubi-Starttag gibt. Sag mal, warst du da das einzige Mädchen? Und wie nennt sich eigentlich dein Ausbildungsberuf genau? Also mein Ausbildungsberuf nennt sich Kauffrau im Einzelhandel Konsumelektronik und ich war nicht das einzige Mädchen. Wir waren so circa 20 neue Azubis und darunter auch 10 weibliche. Du sag mal, Patrick, wir stehen jetzt hier vor einer super großen Auswahl an Spielsachen. Was hat das eigentlich genau mit Technik zu tun? Es ist ja nicht nur Spielzeug, sondern auch viel zum selber bauen oder Roboter und Drohnen, was ja eher Richtung Technik geht. Was hat das eigentlich mit dem Azubi-Markt auf sich? Das ist auch ein Telepoint-Markt, der ausschließlich von Azubis geleitet wird. Der ist auch so in Deutschland einzigartig. Und kann man da gleich ab dem ersten Lehrjahr rein? Also man braucht eine gewisse Grundkenntnis natürlich. Die kann man im ersten Jahr sammeln und ab dem zweiten Jahr bekommt man dann die Möglichkeit, den Telepoint Juniors zu besuchen. Okay, und ihr leitet den Markt dann wirklich komplett alleine oder habt ihr da auch irgendwie einen Helfer beiseite? Also wir haben immer noch eine Person da, die uns dann auch nochmal mit Rat zur Seite steht. Das ist ja wirklich eine super Sache. Da kann man als Azubi ja richtig Erfahrungen sammeln. Ich stehe hier mit Lars und er ist Fachbereichsleiter, deswegen muss er sich ja ein bisschen auskennen. Du sag mal Lars, wir stehen hier vor der Haussicherheitstechnik. Ihr bietet ja allen Käufern hier eine super rundum Haussicherheitstechnik an. Wie sieht das denn intern aus mit euren Azubis? Bietet ihr denen auch eine Sicherheit, zum Beispiel Karrierechancen? Na, selbstverständlich. Also nach der dreijährigen Berufsausbildung ist die Tür natürlich nicht verschlossen, sondern wer ehrgeizig, jung und dynamisch ist, kann natürlich bei uns weitermachen und bis zum Fachmarktleiter aufsteigen, wenn er das möchte. So wie du zum Beispiel, ne? Genau. Wie sah denn so dein Werdegang hier bei Telepoint aus? Ja, 2008 habe ich die Ausbildung angefangen, habe sie dann erfolgreich bestanden 2011. Habe dann 2 Jahre als normaler Verkäufer gearbeitet und seit 2013 bin ich Abteilungsleiter und seit einem halben Jahr stellvertretender Marktleiter und nehme zusätzlich noch an einem QPN-Seminar teil der Bünding Unternehmensgruppe, zu der Telepoint auch gehört. QPN, hast du gesagt? Ja. Was ist das denn? Das heißt Qualifizierungsprogramm für Nachwuchskräfte. Wie gesagt, kommt von der Zungenbrecher, ne? Ja, das ist richtig. Kommt von der Bünding und wie gesagt, Telepoint gehört mit dazu. Dementsprechend darf ich auch daran teilnehmen. Sehr schön. Danke. Auch Frauen, die überhaupt nichts mit Technik am Hut haben, werden hier bei Telepoint fündig. Außerdem gibt es super Karrierechancen. Ich entspanne mich jetzt noch ein bisschen und wir sehen uns das nächste Mal.